Meine Damen und Herren, ich musste heute an eine verhärmte alte Verwandte von mir denken, Tante Ilse. Das war die Frau von dem Bruder von meinem Vater. Ein taffer alter Knochen. Wissen Sie, was die immer gemacht hat? Erinnern Sie sich noch als Kind, wenn gerne mal weibliche Verwandten so auf Taschentücher gespuckt haben und ihnen dann ins Gesicht rumgerieben haben? Ja. War. Und meine Tante Ilse, die war so tough, die hat immer direkt ins Gesicht gespuckt. Ja. Ihr Mann, genauso Onkel Herbert, war der Mann in meinem Leben, der am meisten verbranntes Toast gegessen hat. Das war egal, wie verkohlt das aus dem Toaster kam. Er immer, oh, das geht schon noch. Schab, 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 schab. Meine Schwester und ich haben dem mal zum Spaß zum Frühstück ein Brikett auf den Teller gelegt. Und er so, oh, das geht schon noch. Schab, 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 schab. Mit denen mussten wir immer in Urlaub fahren, nach Holland an den Strand. Und wir Kinder mussten immer diese weißen, ekligen Plastik-Badekappen anziehen. Hatten Sie die auch? Die hatten wir alle als Kinder. Das sah immer so aus, als ob jemand ein Päckchen Q-Tips ins Meer geworfen hatte. So, ja. Und der Strand macht ja auch nicht wirklich intelligenter. Ich meine, wie oft hat zu Ihnen jemand am Strand gesagt, du, halt mal die Muschel an dein Ohr, dann kannst du das Meer hören. Ich meine, am Strand kann man auch ein Fahrrad ans Ohr halten. Und man hört das Meer. Ich weiß noch, in dem Urlaub hatte ich einen tierischen Sonnenbrand. Mein ganzer Rücken war völlig verbrannt. Und ich lag da so im Sand auf dem Bauch. Auf einmal höre ich, oh, das geht schon noch. Schab, 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 schab.